Hallo liebe Kinder, hier ist wieder die Edda. Ich lese euch heute wieder ein Märchen vor. Und zwar heißt das heutige Märchen Die Bremer Stadtmusikanten. Bremen ist eine Stadt in Norddeutschland und da hören wir gleich von einigen Tieren. Und diese vier Tiere, da merkt euch doch bitte, was das für Tiere waren. Und da könnt ihr nämlich hinterher was gewinnen, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt. Also probiert euer Glück. Und jetzt hören wir erstmal, ob die vier Tiere Glück haben. Die Bremer Stadtmusikanten. Es hatte ein Mann einen Esel, der schon lange Jahre die Säcke unverdrossen zur Mühle getragen hatte, dessen Kräfte aber nun zu Ende gingen, weil er alt war, so dass er zur Arbeit immer untauglicher wurde. Da dachte der Herr daran, ihn aus dem Futter zu schaffen, aber der Esel merkte, dass ihm kein guter Wind wehte, und er lief fort und machte sich auf den Weg nach Bremen. Dort, meinte er, könnte er ja Stadtmusikant werden. Ein Musikant, Kinder, ist ein Musiker, falls ihr das nicht wisst. Als er ein Weilchen gegangen war, fand er einen Jagdhund auf dem Wege liegen. Der japste und jaulte wie einer, der sich müde gelaufen hatte. »Nun, was japst du so? Pack an!« fragte der Esel. »Oh!« sagte der Hund, »weil ich alt bin und jeden Tag schwächer werde, auch auf der Jagd nicht mehr fort kann, hat mich mein Herr totschlagen wollen. Und da habe ich Reus ausgenommen, aber womit soll ich denn nun mein Brot verdienen?« »Weißt du was?« sprach der Esel, »ich gehe nach Bremen und werde dort Stadtmusikant. Geh doch einfach mit und lass dich auch bei der Musik annehmen. Ich spiele die Laute und du schlägst die Pauke.« Der Hund dachte darüber nach und war zufrieden. Und sie gingen weiter. Es dauerte nicht lange, so saß da auf dem Weg eine Katze. Und sie machte ein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter. »Nun, was ist denn dir in die Quere gekommen, alter Bartputzer?« sprach der Esel. Antwortete die Katze. »Weil ich nun in die Jahre komme, meine Zähne stumpf werden und ich lieber hinter dem Ofen sitze, miau, und spinne, als nach Mäusen herumjagen, hat mich meine Frau ersäufen wollen. Ich habe mich zwar noch fortgemacht, aber nun ist guter Rat teuer. Wo soll ich hin?« »Geh doch mit uns nach Bremen. Du verstehst dich doch auf die Nachtmusik. Da kannst du mit uns ein Stadtmusikant werden.« Die Katze dachte darüber nach, hielt das für eine gute Idee und ging mit. Darauf kamen die 3 Landesflüchtigen an einem Hof vorbei. Da saß auf dem Tor der Haushahn und schrie aus Leibeskräften, »Kikeriki! Kikeriki!« »Boah, du schreist einem ja durch Mark und Bein«, sprach der Esel. »Was hast du denn vor?« »Kikeriki, da habe ich ein gutes Wetter prophezeit«, sprach der Hahn, »weil unserer lieben Frauentag ist, wo sie dem Christkindlein die Hemdchen gewaschen hat und sie trocknen will. Aber wenn morgen zum Sonntag Gäste kommen, so hat die Hausfrau doch kein Erbarmen. Und sie hat der Köchin gesagt, sie wolle mich morgen in der Suppe essen. Und da soll ich mir heute Abend den Kopf abschneiden lassen. Nun schrei ich aus vollem Hals, solange ich das noch kann.« »Ei, was du Rotkopf«, sagte der Esel, »zieh doch lieber mit uns fort, wir gehen nach Bremen. Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Du hast eine gute Stimme, und wenn wir zusammen musizieren, so muss das doch zu etwas gut sein.« Der Hahn dachte nach, ließ sich den Vorschlag gefallen, und sie gingen alle zusammen fort. Sie konnten aber die Stadt Bremen in einem Tag nicht erreichen und kamen abends in einen Wald, wo sie übernachten wollten. Der Esel und der Hund legten sich unter einen großen Baum. Die Katze und der Hahn wählten die Äste. Der Hahn aber flog bis an die Spitze, wo es ihnen am sichersten erschien. Ehe er einschlief, sah er sich noch einmal nach allen 4 Winden um. Da deuchte ihm,
Er sähe in der Ferne ein Fünkchen brennen oder glühen. Und er rief seinen Gesellen zu, es müsse nicht gar weit ein Haus sein, denn es erscheine ein Licht. Da sprach der Esel, naja, so müssen wir uns aufmachen und noch hingehen, denn hier ist die Herberge und das Lager schlecht. Der Hund meinte, ein paar Knochen und etwas Fleisch dran täten auch gut. Also machten sie sich auf den Weg nach der Gegend, wo das Licht war, und sahen es auch bald heller schimmern. Und es ward immer größer, bis sie vor ein helles, erleuchtetes Bauernhaus kamen. Aber es war ein Räuberhaus. Der Esel, als der Größte, näherte sich dem Fenster und schaute hinein. »Was siehst du, Grauschimmel?« fragte der Hahn. »Was ich sehe«, antwortete der Esel, »einen gedeckten Tisch mit dem schönsten Essen und Trinken, und Räuber sitzen daran und lassen es sich wohl sein.« »Oh, das wäre was für uns«, sprach der Hahn. »Ja, ja, ach, wären wir doch da«, sagte der Esel. Und da beratschlagten die Tiere, wie sie es anstellen müssten, um die Räuber hinauszujagen. Und endlich hatten sie eine Idee. Der Esel musste sich mit den Vorderfüßen auf das Fensterbrett stellen, der Hund auf des Esels Rücken springen, die Katze auf den Hund klettern und ganz zum Schluss flog der Hahn hinauf und setzte sich der Katze auf den Kopf. Als das geschehen war, fingen sie auf ein Zeichen insgesamt an, ihre Musik zu machen. Der Esel schrie, I-A, I-A, der Hund bellte, wau, wau, die Katze miaute, miau, und der Hahn krähte, kikeriki. Dann stürzten sie durch das Fenster in die Stube hinein, dass die Scheiben klirrten. Die Räuber bekamen einen Schreck und fuhren bei dem entsetzlichen Geschrei in die Höhe, meinten nicht anders, als dass ein Gespenst hereinkäme, und flohen in großer Furcht in den Wald hinaus. Nun setzten sich die vier Gesellen an den Tisch, nahmen mit dem Vorlieb, was übrig geblieben war, und sie aßen nach Herzenslust. Als die vier Spielleute fertig waren, löschten sie das Licht aus und suchten sich eine Schlafstelle. Diese waren müde, und zwar jeder nach seiner Natur und Bequemlichkeit. Der Esel legte sich also auf den Mist, der Hund hinter die Tür, die Katze auf den Herd bei der warmen Asche und der Hahn setzte sich auf den Hahnenbalken. Und weil sie müde waren von ihrem langen, langen Weg, schliefen sie auch bald ein. Als Mitternacht vorbei war und die Räuber von Weitem sahen, dass kein Licht mehr im Haus brannte, auch alles ruhig schien, da sprach der Räuberhauptmann, »Wir hätten uns doch nicht ins Bockshorn jagen lassen sollen«, und hieß einen hingehen und das Haus untersuchen. Der Abgeschickte fand alles still, ging in die Küche, um ein Licht anzuzünden. Und weil er das glühende, feurigen Augen der Katze für lebendige Kohlen ansah, hielt er ein Schwefelhölzchen daran, dass es Feuer fangen sollte. Aber die Katze verstand darin keinen Spaß, sprang ihm ins Gesicht und spie und kratzte. Da erschrak er gewaltig, lief und wollte zur Hintertüre hinaus, aber der Hund, der da lag, der sprang auf und biss ihm ins Bein. Und als er über den Hof am Mist vorbeikam, da gab ihm der Esel noch einen tüchtigen Schlag mit dem Hinterfuß. Und der Hahn aber, der vom Lärmen aus dem Schlaf geweckt und munter geworden war, rief von seinem Balken herab, Kikeriki! Da lief der Räuber, was er konnte. Und er lief zu seinem Hauptmann zurück und sprach, oh, in dem Haus sitzt eine grauenhafte Hexe. Die hat mich angehaucht und mit ihren langen Fingern hat sie mir das Gesicht zerkratzt. Und vor der Tür, da steht ein Mann mit einem Messer, der hat mich ins Bein gestochen. Und auf dem Hof, da liegt ein schwarzes Ungetüm, das hat mit einer Holzkeule auf mich eingeprügelt. Und oben, auf dem Dach, da saß der Richter und der rief, bringt mir den Schelm her! Da machte ich, dass ich fortkam.
Und von nun an trauten sich die Räuber nie wieder in das Haus. Und den vier Bremer Stadtmusikanten gefiel es so wohl darin, dass sie nicht wieder hinaus wollten. Liebe Kinder, das war unsere Geschichte für heute. Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und jetzt kommt die Frage. Achtung, aufgepasst. Was für vier Tiere? Was für vier Tiere haben sich da eigentlich zusammengefunden? Welche vier Tiere gehören zu den Bremer Stadtmusikanten? Wer diese Frage beantworten kann, können bitte eine E-Mail schreiben. Ihr seht die Adresse da unten. Und dann können wir einen tollen Preis für euch auslosen. Okay? Macht ihr mit? Bis nächste Woche. Tschüss, eure Edda.